Einen wunderschönen guten Morgen. Tja, es gibt wieder mal ein Minecraft-Video. Sorry, die Woche war wirklich nicht gerade eine gute Woche für mich, aber heute bin ich aufgestanden und gesagt, heute machst du ein Video, denn ich wollte euch ja mal zeigen, was ich hier unten noch gemacht habe. Der Recycler läuft noch. Ich habe ja hier unten, wie gesagt, lasst es halt Bienen recyceln, weil ich zu viel davon habe. Und natürlich hier noch die Charge Coal sozusagen, also die die Generatoren, die meine Holzkohle verbrutzeln. Läuft alles ganz gut. Hier unten habe ich das mit ME-Kabel, mit dem Dock Cable gemacht, sprich wenn es ein Redstone-Signal kriegt, läuft dann auch hier die Charge Coal durch. Und natürlich hier hinten ist der ganze Anschluss bei 10.500. Also wenn das zumindest erreicht ist, die 10.500, dann gibt es hier ein Redstone-Signal, geht dann aus und hier drüben kommt keins mehr an. Und deswegen ist dann hier die Leitung hier hinten abgeklemmt regelrecht und es läuft dann erstmal nicht mehr mit. So, jetzt muss ich mal hier draußen gucken, beziehungsweise hier, es sind 60.000 Volt, die Lava läuft noch. Es ist zumindest hier erstmal ein kleiner Notfall, wenn man sagen könnte, wenn zu wenig da ist, mach mal bitte. So, hier läuft auch wieder alles ordentlich, denn ich habe vorhin festgestellt, nachdem ich einen kleinen Rundgang gemacht habe, den können wir gleich noch machen, bevor wir eigentlich zum Eigentlichen heute kommen, habe ich hier unten, das ist ein Scheißbug hier, na gut, habe ich hier unten auch wieder mit eingeschalten, denn hier läuft auch wieder alles mit. Die Bio-Engines, die laufen wieder, hier oben sind auch alle abgeschalten und demzufolge gibt es wieder genug Strom erstmal und schauen wir mal, was denn hier so Schönes noch wird. Die Baumform läuft auch wieder, der Nachteil der ganzen Geschichte ist natürlich, mir geht bald die Erde aus und ich weiß nicht mehr, wo ich noch Erde herkriege. Tja, wisst ihr dann vielleicht eine Möglichkeit, wie man noch am schnellsten an Erde kommt? Also jetzt nicht durchstehen, durch den Steinbruch, durch den Quarry, sondern vielleicht anders. Vielleicht kann man die Erde irgendwie herstellen. Kann ja mal gucken. Erde stellt man her aus Minion-Style, Stone und Sand. Kommt auch Erde raus, ja, auch nicht schlecht. Oder was haben wir noch? Wenn man Plantball messeriert, kommen 8 Erde raus. Das ist doch mal eine Idee. Tja, und nicht wundern, ich hatte ja noch ein bisschen Pollen und so einstecken und Royal Jelly noch einstecken. Ich habe nämlich ziemlich viel davon mittlerweile. Das werden wir mal noch schön hier drinnen verstauen. So. Jetzt brauchen wir natürlich noch Wachs. So, 3 Wachsmanne mit reingehauen hier. Und schon kann das hier weiter produzieren. So, dich noch hier rein, dich noch was gesammelt. Zack, genau. Für die nächsten Bienenhäuser dann. Und dann geht es natürlich weiter. So, was habe ich eigentlich heute vor mit euch? Erstmal schlafen gehen. Da gehen wir erstmal schlafen. So. Kurzen Schluck Kaffee genommen. Und schon geht's weiter. Also, heute möchte ich dem System beibringen, wie er mir die normalen Solarmodule bastelt. Wir diese normalen Solarmodule basteln. Sprich, ich muss erstmal runter ans Reißbrett. Also an den Pattern. So, schon sind wir hier. Und zwar Solarmodule. Welche will ich denn herstellen? Erstmal sollen die hier die Advanced Solar Panels hergestellt werden. Und das ist ja nicht gerade einfach. Das normale Solar Panel ist ja schon hergestellt. Also das kann man ja im System schon machen. Mache ich das oder nehme ich die
diese hier. Denn diese sind ja wirklich, finde ich, einfacher. Also von jetzt vom Zusammenstellen her. Oder mache ich die hier, weil die liefern noch nachts Strom. Ich würde eher sagen, wir nehmen die Medium Voltage und gehen dann später hoch auf High Voltage. Weil die High Voltage herzustellen ist natürlich auch nicht gerade, obwohl die eigentlich einfacher herzustellen sind. Okay, dann machen wir das. Dann tun wir hier einen Low Voltage Transformer. Da brauchen wir Kupferkabel. Zwei Kupferkabel brauchen wir da. Dann brauchen wir Holz und Kupfer. Kupfer haben wir ja mittlerweile schon ganz gut gesammelt. Und jetzt brauchen wir noch Wood. Da können wir gleich das Oak Wood verwenden. Davon habe ich ja mittlerweile schon ziemlich viel. Und ich habe ja hier immer noch hier 37.000 von den Holz generell. Ich werde mir noch was herstellen lassen. Ich werde mir noch ein bisschen Charge Coal herstellen lassen. So, 1052. Dann geht es hier hinten wieder an. Immer wenn ein neues dazukommt, jetzt springt das ganze System wieder an und gibt was aus. Okay, so, und jetzt brauche ich noch einen Pattern. Wie ihr seht hier, ich kann schon Solarpanels herstellen. Davon werden wir auch gleich mal noch welche herstellen. Haben wir nochmal 6. So. Okay, also. Erstmal das Low Voltage Modul. Nein, hier war es auch nicht, das war hier drin. Da braucht man 2 Kabel. 3 Kupfer. Und Holz, genau. Encode. Sehr schön. Da haben wir erstmal das hier drin. Wo ist es denn hier? Wie ihr seht, es füllt sich langsam. Es füllt sich langsam. So, jetzt brauchen wir erstmal ein Solarpanel. Stellen wir mal eins her hier. So, jetzt haben wir ein Solarpanel und jetzt brauchen wir noch ein Low Voltage Transformer. Wir sind alles durch. LV-Transformer. LV, bitte. So, davon kannst du mir mal eins herstellen. Und schon machen wir hier draus ein Low-Voltage Solar Panel. So, das können wir auch gleich hier reinschmeißen. Das können wir auch gleich herstellen lassen. Dieses Low Voltage Beginning. Das tun wir dann ins System zurück. Und ich auch noch. So, was brauchen wir dann als nächstes? Das Medium Voltage. Dazu brauchen wir nämlich einen MV-Transformer, einen Maschinenblock und 2 Goldkabel. Maschinenblock. Da können wir auch mal einen herstellen. Mal gucken, ob es das System jetzt noch mit durchschleust, denn ich lasse hier gerade schon Holzkohle herstellen. Ach nee, ist schon durch. Die Generatoren hinten laufen noch mit. Ich habe mittlerweile den Anschein, dass das System sowieso nicht mehr richtig reagiert. 10.248. Na gut. Der Maschinenblock ist immer noch am Craften. Was brauchen wir denn noch? Goldkabel. Goldkabel, da brauchen wir erstmal davon. Müssen wir uns erstmal welche herstellen. Sonst weiß das System ja gar nicht, was es machen soll. So. Und dann brauchen wir und einmal herstellen kriegt man immer 12 Stück, also im Endeffekt ist das ja Kopie gesprungen. So, jetzt brauchen wir Rubber.
Davon haben wir 730 Stück. So, dieses Goldkabel tun wir jetzt hier rein. Zack. Und dazu natürlich noch das Goldkabel. Und schon haben wir ein 2-Inch-Kabel. Das lassen wir gleich noch kodieren. So. Da haben wir das auch schon mal. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Brauchen wir erstmal die Goldkabel. Davon haben wir 2 Stück. Brauchen wir im Endeffekt auch. Und den Maschinenblock. Craftet er denn mir nur immer noch oder sagt er dir, nö? So, jetzt haben wir ihn. Wie gesagt, das System hängt mittlerweile irgendwie hinterher. Ich weiß noch nicht warum. Das kriege ich bestimmt auch noch raus. Tja, die neue Minecraft-Version 1.6 ist jetzt auch schon draußen. Das soll das Modden ja nicht ganz so einfach sein. MV-Transformer. Zack, zack. So, das haben wir jetzt. Und jetzt brauchen wir noch ein Low Voltage. Genau. So, aus dem Low Voltage machen wir jetzt ein Medium Voltage. Ne? Ach stimmt, ich kann es ja nicht rausnehmen. So, Encode. Sehr schön. Und daraus machen wir jetzt ein High Voltage. Und wie das High Voltage brauchen wir einen HV-Transformer. Und dazu brauchen wir einen MV-Transformer, den können wir uns ja herstellen. Und Energiekristalle. Jetzt wird es natürlich recht interessant. Und dazu brauchen wir noch ein HV-Kabel. Und dieses HV-Kabel machen wir Refine von Iron. Mann, Mann, Mann. Refine Iron. Machen wir mal eins. So, 23 Refine Uranium habe ich noch. Das wäre im Endeffekt, hätte ich die bei den Advanced Solar Panels gebraucht, um die Sachen herzustellen. Das ist ziemlich kompliziert. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache lieber die normalen. So. Habe ich noch Gummi ein? Ne, Rubber habe ich keinen mehr einstecken. Rubber. So, zack, zack. Kann man das auch gleich mit... Ne, kann man natürlich nicht. Schade eigentlich. So, die Kabel noch mit da rein. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Refine. Wie heißen die Kabel? HV-Kabel, das ist im Endeffekt. Hätte ich auch einfacher haben können, oder? Naja, egal. Zack, zack. HV-Kabel. HV. Habe ich sogar noch welche da. Aber davon sollen wir mal eins herstellen. Genau, das macht ja nichts. Können trotzdem mal hier ein bisschen was im System machen lassen. So, jetzt haben wir 4-Inch-Kabel. Und coden lassen. Und rein ins System. Genau, jetzt haben wir diese Sachen auch schon. HV-Kabel. Dazu brauchen wir jetzt auch wieder welche und dann brauchen wir noch, die haben wir jetzt schon, MV-Transformer, okay, der Energiekristall wird jetzt sehr interessant. Dazu brauchen wir einen Diamanten, da sollst du das halt auch nicht habern. Und dann brauchen wir Redstone, daran sollst du auch nicht habern, da haben wir ja auch noch genug. Ne, du kommst dahin, du kommst weg. Und schon haben wir einen Energiekristall. So, und schon haben wir erstmal das letzte einsteckende Pattern erstmal verwendet. So, Pattern, brauchen wir auch noch welche, machen wir nochmal 10 Stück. Ja, damit. So, jetzt brauchen wir natürlich den Energiekristall. Davon habe ich noch welche. Und was brauchen wir noch? Energiekristall, HV-Kabel habe ich einstecken, yep. Was brauchen wir noch? Electric Circuit ist auch kein Problem.
denn die kann man ja auch craften lassen. Einmal bitte. Und dann brauchen wir noch diesen MV-Transformer. MV-Transformer. Genau, davon können wir gleich mal zwei herstellen lassen, denn dann brauchen wir eine Art noch mehr. Dupidupidei. So, haben wir jetzt auch schon. Und schon geht's los ans Basteln. Die HV-Kabel dahin, dahin und der Energiekristall kam dorthin. Und schon haben wir einen HV-Transformer. Den lassen wir uns dann kodieren. So, haben wir jetzt auch schon. Sehr schön. Und jetzt können wir uns das High Voltage Solar Panel herstellen. Da brauchen wir erstmal Medium Voltage Solar Panel. Da können wir das wieder ja erstmal alles wieder reinstopfen hier. Ein Medium Voltage Solar Panel. MV, nee. Medium Voltage Solar Panel. Da können wir uns mal eins herstellen. Das wird jetzt ein bisschen dauern, denn der muss ja erstmal die normalen Solar Panels herstellen und dann können wir mal gucken gehen oben, was er denn alles Schönes braucht und ob er eventuell irgendwelche Sachen vermisst. Vielleicht vermisst er ja Klaus. Kann ja auch möglich sein. Ne, er stellt fleißig her, er stellt fleißig her. Er muss jetzt erstmal jeden Schritt durchgehen, um das alles herzustellen. Denn der muss erstmal zum Low Voltage Solar Panel kommen, dann ein normales Solar Panel herstellen und dann kriegt er im Endeffekt das High Voltage raus. Ach ne, das Medium Voltage. Sprich, die Apparatur unten wird eine ganz schöne Arbeit leisten. Schauen wir mal. Macht alles nach und nach. Hier drinnen wird nichts gemacht. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Okay, also sprich ist dieser Ofen voll ausgelastet. Obwohl er eigentlich zwei Slots hat. Ja, mal sehen, in der neuen Version vielleicht. Gibt es sowieso in der neuen Version von Applied Energistics gibt es sowieso Änderungen und noch einige Zusätze. Und lässt sich auch viel besser craften. Ich will hoffen, dass man dann auch solche Sachen dem sagen kann, hier, du automatisch craften, gewisse Sachen, die brauchst du immer, andauernd. Und, ja, das soll dann auch funktionieren. So, währenddessen das hier noch rumbrutzelt, gehen wir erstmal schlafen. Jupp. So, wie ihr seht, es ist immer noch die 1.4.7 Version. Es gibt einen Haufen Updates, die werde ich aber zurzeit auch nicht machen, denn es ist ja immer noch ein Test und ja, genau, es sind einige Bewerbungen eingegangen. Bitte nicht wundern, wenn ihr noch keine Antwort bekommen habt. Ich habe alle Bewerbungen erhalten und wir werden sie dann mal demnächst mal auswerten bzw. euch dann mal einladen. Habe ich mir schon fast gedacht, jetzt habe ich keinen Stein mehr. Wieso haben wir jetzt keinen Stein mehr? Cobblestone, bitte. Ich brauche Cobblestone. Cobblestone. Macht man aus Flint und Miniumstone. Wir haben doch Flint und Miniumstone. Haben wir doch auch noch Minium? Genau. Und Flint. Ah, haben wir da auch noch genug. Da können wir erstmal sagen, hier, machen wir mal daraus das. Cobblestone. Dann kann man das zumindest selbst herstellen. Yep. Tja, ich habe jetzt alle Bewerbungen erhalten und bitte nicht wundern, noch keine Antwort gekriegt habt. Das werden wir auch bald machen, wie gesagt, das startet erst alles im Herbst und wir müssen auch noch die Mod-Wünsche natürlich auch noch mit berücksichtigen. Und deswegen, ja, kann es eine Weile dauern. Das Gespräch wird stattfinden, keine Angst.
Wir müssen halt nur noch einen guten Zeitpunkt finden, wo wir alle mal zusammen sind und uns dann im Endeffekt Ofen. Was fehlt denn jetzt? Vorne. Firmes. Wie? Ich hab jetzt keinen. Ich hab doch eigentlich mal. Okay, dann machen wir eben noch einmal ein Pattern mit Ofen, mit einem stinknormalen Ofen. Ne, also mit einem Firnis. Ich dachte, das habe ich schon mal gemacht, aber. Naja. Okay, dann machen wir eben noch eins dazu. Ist ja nicht so schlimm. Ne, hab ich wirklich nicht. Hätte ich nicht gedacht. Zack, rein mit dir. So, da müsste es doch eigentlich hoffentlich endlich mal gewesen sein hier. Mach die Tür wieder auf. So, jetzt macht er schon weiter. Das kann er im Endeffekt auch selbst alles herstellen. Wie ihr seht, jetzt ist er umgesprungen auf die Low Voltage. Tja, das dauert jetzt deswegen so lang, weil er tut jetzt immer zwei Prozesse immer abarbeiten, weil hier hinten drinne in dem Prozessor hier sind nämlich nur zwei Prozessoren drinne. Sprich, die Patterns sind nicht unbedingt wichtig, je nachdem, wie viele Rezepte ihr denn generell dem System verpassen wollt. Das Wichtigste im Endeffekt ist eigentlich die ME-Prozessoren. Die Crafting-CPUs, das ist das Wichtigste an dem ganzen Würfel hier überhaupt. Umso mehr Crafting-CPUs ihr drin habt, umso mehr kann er vielleicht mit ein, also nicht nur vielleicht, kann er mit einmal dann verarbeiten oder dann mehrere Sachen hintereinander machen. Wie gesagt, ich habe hier nur zwei drinne und ich werde vielleicht dieses Teil mal erweitern, obwohl der eigentlich in der Größe eigentlich reicht. Und deswegen dauert das bei mir auch so lange jetzt. Aber das ist ja kein Problem. Die Zeit habe ich ja. Und ihr habt euch ja mal lange ein längeres Video gewünscht von mir. Und deswegen, tja, währenddessen das hier weiterhin rumbrutzelt, bis wir unsere Panels, das Panel haben, gehe ich mal noch einen kleinen Rundgang machen mit euch hier durchs Gelände. So, die Bienen sind auch schon wieder aktiv, sprich, die sind auch schon wieder unterwegs. Ja, ich musste hier, wie ihr seht, mir fehlen die Schweine. Weil hier alles voll zugewuchert war mit Blumen. Ich bin immer überlegen, wie ich das hier mache, dass die Blümchen hier nicht mehr hier reinkommen. Und wie ich wieder die Schweine hier reinkriege. Ist gar nicht so einfach. Überall Blumen, die Bienen, die spinnen total. Die haben, weiß ich nicht, also die haben total den Schuss. So viel Blumen zu produzieren, ich weiß auch nicht, ey. Also, da möchte sich das doch mal noch ein bisschen überlegen. Der Mod-Hersteller von Forestry, ob denn nicht eventuell da noch was geändert werden könnte. Sprich, ja, dass die nicht mal so viel Blumen produzieren. Also, das ist ja wirklich absolut katastrophal. So, du bist auch schon wieder voll. Ich könnte dich eigentlich mal erweitern, diesen Tank, dass ich schon mal richtig viel sammle davon. Du bist noch stillgelegt. Dich brauche ich dann wieder, wenn es wieder mal richtig Not an Strom ist. Und gar nichts mehr geht, dass zumindest ein Teil wenigstens läuft. Okay, wie gesagt, hier sind meine Kupferbienen drinne. Hier ist die Diamantbiene drinne. Die ist aber noch voll am Produzieren. Zurzeit habe ich aber auch keine Rähmchen drin, weil ich finde das mit den Rähmchen zurzeit ein bisschen, naja, brauche ich erstmal nicht. Ich bin ja auch alleine hier unterwegs. Später auf dem Server, dann denke ich mal, werden wir das generell brauchen. Und ja, ach ja, und genau. Und es hat sich auch was auf unserem anderen Server, den wir noch haben, hat sich auch was getan. Was das natürlich sein wird und was sich da getan hat, das zeige ich euch natürlich auch. Denn der Shadow und der Frankie, die haben natürlich dort schön weitergebastelt. Und ich habe selber noch
nur einige Blicke mir mal haschen können, was das gewesen ist. Das werde ich mit euch natürlich mal zusammen angucken, was sie denn dort natürlich so Schönes gebaut haben. Und ja, dieses Video wird es anscheinend heute noch geben, beziehungsweise euch heute noch aufnehmen und natürlich auch euch zeigen. Vielleicht kommt es dann morgen online, mal schauen. Oder ich mache das Video morgen, mal gucken. Dann habe ich neue Spiele da. Ich habe mir neue Spiele gekauft. Ja, ich habe mir neue Spiele gekauft. Und ich könnte eigentlich mal auf 10.000 runtersetzen hier. So, wie ihr seht, schwuppdiwupps, sind wir schon unter 10.000 gerutscht. Tja, ich habe neue Spiele da, neue Rätselspiele da, die werde ich demnächst bestimmt auch Videos draus machen. Und ich habe ja auch noch andere Videoprogramme laufen und ja. So, wo sind wir hängen geblieben? Wir brauchen jetzt ein Solar Panel. Wir brauchen jetzt das Medium Voltage Solar Panel. Medium Voltage Solar Panel haben wir. Und dann brauchen wir noch einen HV-Transformer. HV-Transformer, den müssen wir uns auch noch craften lassen. Aber das war kein Problem, wie ihr seht. Okay, ciao, ratzi, fatzi. So, und jetzt tun wir einen High Voltage Solar Panel herstellen. Das ist, muss ich ehrlich sagen, das ist das erste Mal, dass ich ein High Voltage Solar Panel herstelle. Ich finde das absolut so klasse. Und ich bin echt froh drüber, das gemacht zu haben, als ich das machen kann. So, jetzt haben wir High Voltage Solar Panels. Natürlich reicht dann dieser LV-Transformer hier unten nicht mehr aus. Und dieser Transformer ja auch nicht mehr, also dieses MFE. Da brauche ich dann schon die große. Das werden dann beim nächsten Mal die Rezepte machen, um dann diesen MFSE, also die MFE herzustellen. Denn die Maschinen hier draußen sind ja eigentlich, natürlich nicht eigentlich, die sind ja alle ausgerüstet. Bis auf die hier. Und sonst hier kann ich, habe ich die Transformer-Upgrades und Energie-Upgrades. Sprich, die sind eigentlich, sind für High Voltage ausgelegt. Und das werden wir dann beim nächsten Mal die MFFSU, genau die 512, abgibt im Endeffekt herstellen. Und dann mit aufstellen und dann fliegt uns hier das ganze System um die Luft, in die Luft und ja. Nein, natürlich nicht, hoffe ich zumindest. Und ja, und dann werden wir uns das nach und nach herstellen und uns ein schönes Solar Panel Park aufstellen. Und ja, demzufolge können wir ein bisschen was nutzen und ich habe erstmal dann keine Energieprobleme mehr. Hoffe ich doch zumindest. So. In diesem Sinne möchte ich mich heute erstmal von euch verabschieden heute. Ich wünsche euch erstmal noch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Blood Dragon, spielt wieder rum und testet wieder und zeigt euch was und ja, genau. Wie gesagt, freut euch auch auf meine nächsten neuen Videos, die ich bald habe. Ich gibt ein paar neue Spiele dann. Wenn ihr dann mal Vorschlag habt, was ich denn mal spielen könnte von euch aus, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare oder schreibt mir eine PN und ich schaue mir das Spiel an und ich denke mal bestimmt, also ich werde dann bestimmt dieses Spiel für euch let's playen oder let's testen, also testen für euch, um zu sehen, wie denn meine Eindrücke dann von diesem Spiel sind. Also, wenn ihr Vorschläge habt, was ich denn mal spielen könnte, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir eine PN und ich werde dann dieses Spiel für euch let's playen oder testen. Gut, also, in diesem Sinne, wie gesagt, nochmal ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Blood Dragon. Tschüss.